Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alpha Prime. Wir befinden uns gerade auf dem Planeten Alpha Prime, nachdem unser Schiff sabotiert wurde offensichtlich. Und ja, die Leute, die hier arbeiten, die bauen ein komisches Metall, ein Erz oder irgendein Element auf jeden Fall ab. Und das macht sie verrückt. Deswegen greifen sie mich an. Ganz einfache Erklärung. Auch kein bisschen an den Haaren herbeigezogen. So, zweimal ins Knie geschossen, tot. Ist doch realistisch. Ich hatte mal einen Bekannten, von dem der Vater, ein Freund, dessen Vater hatte eine Magnum bei sich zu Hause, eine Pistole, die Magnum in einem Safe natürlich. Und der hat dann erzählt, da war ich noch ein Kind, wenn man mit dieser Magnum auf einen schießt und die Pistole streift das Ohrläppchen, dann stirbt man. Denn der Körper erleidet durch diese plötzliche Verletzung, durch diesen raschen Schuss am Ohrläppchen, so einen Schock, dass man direkt stirbt. Und das meinte der nicht, um uns zu verarschen, das meinte der total ernst. Der hatte völlig einen an der Waffel. Ich meine, der hat immer noch einen an der Waffel. Aber es gibt schon Leute, die erzählen manchmal echt lustige Sachen. So, aber hier sterben die Leute auch, wenn man ihnen in die Knie schießt. Ja, warum nicht? Das Leben ist vergänglich. Ach so. Ach, das geht aber langsam. Oh nein, ist kaputt. Ah. Huch, ich kann aber hochspringen. Es liegt das wahrscheinlich immer noch an der veränderten Anziehungskraft hier auf diesem Planeten. Guten Tag, mein Herr. Dem seine Schutzweste könnte ich mal mitnehmen. Oh, ich sollte, glaube ich, ein bisschen sparsamer mit meiner Munition sein, oder? Ah, was haben wir hier? Shotgun. Yeah. Shotgun. Ich habe das Gefühl, dass hier ist ein sehr kurzes Spiel. Wird nur ein kurzes Let's Play. Guck mal da oben. Momentchen, wieso trifft er mich und ich nicht? Ah. Was ist denn das hier für ein schreckliches Geräusch? Hallo? Oh. Du Dummkopf. Weißt du, dem schieße ich jetzt in den Hals und er stirbt nicht. Aber Hauptsache, man stirbt, wenn man am Knie getroffen wird, ne? Oder ist er doch tot? Ja, wir werden es jetzt sehen. Ups! Oh, scheiße! Okay, mein Freund. Oh, wow, wow, viel Blut, aber die Maske hält. Was haben wir denn da? Ach, guck mal, ich kann es hochnehmen. Hm. Ja, Kaius, verschwende deine Munition. Ah, Medkit, sehr schön. Kann ich das eigentlich auch auswählen? Nee. Ah, sehen Sie. By pressing default T, you turn on flashlight to help you in the dark corners. Ja, das kennen wir. Oh, da geht aber direkt die Framerate nach unten. Wie jetzt? Na, nimm's. Hallo? Ich möchte es kaputt machen. Hä, was war das denn? Irgendwie hängt es fest.
Ich hoffe, dass... Hä? 38 nur noch? Was ist denn hier los? Das ist bestimmt ein Fehler, oder? Na komm, wir gehen mal woanders gucken gerade. Warum habe ich denn jetzt nur noch so wenig Lebensenergie? Das ist ja ganz schön fies. Warum komme ich denn da nicht durch zum Teufel? Moment. Save. Moment. Wir müssen mal gerade was gucken, wie man schnell speichert. Quick Save F5. Okay. Saving. So. F5. Ist gut, dass schnell speichern und schnell laden nicht nebeneinander liegen. So wie bei manchen anderen Spielen. Aber wieso komme ich denn da nicht durch? Schnell. Ah. Okay. Activate the circuit powering the lift. Aktiviere den Stromkreis, der den Aufzug wieder in Gang bringt. Hä? Oh, ein Schrank. Ja, hier, was zu trinken. Water, Soda, Power und Ionen. Das ist ja mal interessant. So was gibt es aber an der Tankstelle nicht, Ionen. Also hier, das ist doch bestimmt irgendeine... Ja, guck, das ist so eine Batterie. Welchen Lift habe ich denn jetzt aktiviert? Arnie, I'm about to do it, honey. The only thing is, I didn't bring enough straitjackets for all those Hobartium nutters. Straitjack? Das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Was ist das denn hier? Schade, da kann ich nicht rein. Ich habe nur noch 38 an Lebensenergie. Das ist ärgerlich. Ab in den nächsten Abschnitt. Auf geht's. Aber gar nicht so schlecht, oder? Das Spiel. Doch, gefällt mir ganz gut. Ist zwar Science-Fiction. Ich bin nicht so der Science-Fiction-Fan, aber... Oh, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich habe kaum noch Lebensenergie. So, Streifschuss und Tod. Dass sie mich direkt kaputt machen müssen hier, ne? Oh. Ich bin gleich tot, so ein Ärger. Gibt es hier noch mal was zum Auffüllen? Oh. Auf wen hat er denn jetzt gerade geschossen, der Idiot? Auf wen schießt er denn? Oh, ich kann hier durch. Oh, schnell weg. Oh, fuck. Ich muss da durch. Na dann. Auf ins Unglück. Hä? Sind das Roboter? Oh. F9 to load last quick save position. Ja, das ist natürlich auch gut. Okay. Nein. Das ist die letzte Schnellspeicher. Nee. Da machen wir natürlich... Wie soll ich die denn kaputt machen? Zur Hölle. Oh, gegen Roboter kämpfen. Ich hasse sowas. Roboter sind immer scheiße. Unfair sind Roboter. Boah, sind die dumm. Guck mal, ich schieße den kaputt und er bleibt da stehen. Naja, gut für mich, denn dadurch habe ich ein bisschen Spielraum, was meine Lebensenergie angeht. Zumindest ein winzig kleines bisschen. Huch, ein Querschläger oder was? Wir speichern mal. Und jetzt stürzen wir uns in den Spaß. Huch, die anderen sind alle schon tot. Ich werde verrückt. Hallo, kann ich hier bitte durch? So. Ins Gesicht. You picked Gatling Lee. Scheiß Mucke. Was steht denn da drauf? Ach, egal.
lustig, wieder die Scherben weg, wegprallen. Boah, ist der mit Blei gefüllt oder was? Aber ich würde mich trotzdem jetzt gerne noch ein bisschen auffüllen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Was ist das? Auch nur irgendein Fehler in der Grafik. Pistole. Gatling Lee. Was ist das da? Ein Medikit. Yeah. Und noch eins. Perfekto. Dann können wir jetzt ja... Cigarettes. Alles klar. Dann gehen wir mal in den nächsten Abschnitt. Jetzt sind wir wieder völlig aufgeladen. Yeah, cooler Effekt. Wo sind wir denn hier? Ach, ja, ja, da standen gerade die beiden Typen, die ich hinterrücks in den Rücken geschossen habe. Sehr unehrenhaft, wohlgemerkt. Aber das ist mir in diesem Fall egal. Denn um Ehre geht es in diesem Spiel wohl eher nicht. Guck mal. Nicht, dass wir hier irgendwelche Ekelhaftigkeiten drin finden. Was ist das denn? Refined Hubadium. Apply one. Control. Oh fuck, was ist das denn jetzt? Cool. Das ist so Zeitlupenmäßig. Das gefällt mir. Aber wir gucken erstmal, was hier noch ist. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ach so, hier gibt's gar nicht mehr. Alles klar. Ja, jetzt habe ich das natürlich direkt mal verschwendet, dieses Hubadium. Nein! Das lassen wir liegen. Noch mehr Hubadium. Ich habe kaum noch Munition. Das heißt, wir nehmen mal das hier. Gatling Gun. Ja. Oh, die ist cool, die Waffe, oder? Ach, das ist der Klo. Der stand ja auf dem Klo. Und warum ist der Klo bitte von innen hier komplett abgeschlossen? Obwohl hier 1, 2, 3, 4 Pissoirs sind. 4 Pissoirs und von innen abgeschlossen. Mhm. Das sieht ja schon mal verdächtig aus. Und warum steht hier ein Typ mit einer Knarre drin? Also, ihr habt doch alle einen an der Waffel. Oh. Cutsy. Bellini, I'm such a scumbag. Why didn't I learn this in school, cazzo? What about a consultation, maestro? I might like to try it. Another nutcase? Mutant. Questo è un po' toccato. Bardium, help! Da, vai via, va! Psst. So far I still haven't fired. And you are normale? Bardium? No? Brain up the spout? No? Yeah, intelligente. Hey, ascolta. Mutants, chicken, very, very cowardly. If someone screams at them properly, they sometimes get frightened and run. Capisce? Yeah, sure. I saw it. What you got here? Reckon. Nice thing. Perfetto. No hacker will turn his nose up at it. A reckon like this, it opens all doors. Cameras, it messes up. Machines, it botches. And therefore, almost everything. You want to try it? Doors, there, come on. And what's behind those doors? An arsenal, machine guns, cannons, lots and lots. Boom, 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 boom. Cool. Then there's boom, 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 boom. Use Reckon to hack the arms depot door. Chicken, press tap when there's anything around you that you can hack. Okay, wir können ab jetzt hacken, Türen hacken, um die aufzubekommen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.